Ihr seid ein bisschen schief. So. Hallo, ich war einkaufen, wir waren bei Penny und es ist kein Monatseinkauf, wie sonst immer, weil das funktioniert einfach nicht momentan. Aber ein Wocheneinkauf oder ein bisschen mehr als eine Woche, 2 Wochen, mal gucken. Also auf jeden Fall haben wir einmal Chips mitgenommen. For the Mama. Ich kann euch jetzt zeigen. Die Kinder wollten das hier haben. Diese Dinger hier. So. Ein bisschen Platz machen. So, dann durfte zweimal Energy mit. Die Chips haben 99 Cent gekostet. Diese anderen Dinger, glaube ich, auch. Und das Energy kostet bei Penny 30 Cent. Genau. So, dann haben wir mal diese Burgerbrötchen hier mitgenommen. Also ohne Körner und das sind hier Brioche. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Keine Ahnung, die sind auf jeden Fall dicker und so. Kosten auch viel mehr, die kosten 1,29. Aber ja, die Kinder wollten Burger essen, also erstmal heute Burger. Dann durfte eine Gurke mit für 49 Cent. Wenn man schneller läuft als seine Füße. So, Gurke durfte mit für 49 Cent. So, dann durfte zweimal Mehl mit für 39 Cent. Da gibt es jetzt keine Beschränkung mehr und bei Klopapier gibt es bei uns zumindest auch keine Beschränkung mehr. So, dann durfte einmal Geflügel Bratwurst mit, weil die einfach günstiger war als diese Rostbratwürste. Moment. So. Einmal Tür zugemacht. Dann durften die hier mit. Achso, die haben 2,39 Euro oder so gekostet. Weiß ich gar nicht. Denn einmal diese hier durften mit für 1,29. Denn dieser Käse, der müsste irgendwo nochmal sein. 2 Stück. Mein Sohn liebt den. Ich finde ihn so, naja. Aber der Große liebt den und der kostet momentan 79 Cent im Angebot oder so, keine Ahnung. Oder geht aus dem Sortiment, ich weiß das nicht. Wir haben immer bei uns in dieser Käseecke noch so ein paar Zentimeter, wo dann ganz viel reduziertes Zeug ist. Ob das aus dem Sortiment geht, weiß ich nicht, deswegen. Aber da steht halt eben das und noch ein anderer Käse, keine Ahnung. So, dann durfte einmal Käsestück mit für Pizza. Wir essen ja momentan echt richtig, richtig viel Pizza, aber das ist halt einfach, einfach und schnell. Und jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Passierte Tomaten. Naja, egal. Genau, man macht einfach morgens den Teig, macht 10 Minuten in den Ofen oder 5, nicht mal 10 Minuten und fertig ist die Pizza. Ja, easy peasy. So. Denn Fleisch durfte mit hier, das gab es in so einem großen Pack, 800 Gramm für 4,44 Euro, glaube ich. Ja, also Fleisch ist momentan so, ich weiß nicht, ich habe das ja schon mal gehabt, so eine Phase, wo ich gar kein Fleisch gegessen habe. Und jetzt auch, also gestern war der erste Tag, wo ich wieder Fleisch gegessen habe. Also, auch wenn ich das schon sehe, das ist so. Nee, weiß ich nicht. Eklig. So, Weintrauben waren auch im Angebot für 1,29 oder so, keine Ahnung. Dann durften, oder haben sich die Kinder hier sowas ausgesucht, irgendwie so ein Schoko-Donut, der Große und der Kleine wollte hier Quarkbällchen haben. Dann habe ich einmal Quark mitgenommen. Mal gucken, ob ich meinen Käsekuchen noch mache irgendwann. Weiß ich nicht, aber Quark kann man ja immer benutzen für alles. Denn Kerrygold ist im Angebot für 1,39. Genau. Es war günstiger als die Penny Eigenmarke, deswegen habe ich das mitgenommen. Aber wir haben noch ein bisschen. So, einmal Joghurt durfte mit. Und da mache ich immer Salz ran und Kräuter ran. Und dann zu Fleisch und Reis. Und oh, das schmeckt richtig gut. Also. Hier ist nochmal der andere Frischkäse. Genau. Joghurt weiß ich, glaube ich, gar nicht. 1, 59 oder 69 Cent, weiß ich gar nicht.
Das hat 1,49 gekostet, das weiß ich noch. Weil das teurer ist als bei Lidl. Da kostet das ja 99 Cent, also die Geflügelvariante. Und wir hatten wieder Hefe. 59 Cent, ja. Ich habe ja viel Pizza gebacken und was haben wir noch? Ja, eigentlich nur Pizzateig, aber daraus habe ich auch Brot gemacht und so. Ja, und irgendwann ist Hefe auch zu Ende. So, dann durfte Kaffee mit 2 Stück. Ich weiß jetzt nicht, wo der andere ist. Und dann habe ich die hier entdeckt. Allerdings war das damals, Moment. Kann ich mich noch daran erinnern, war das so ein großes Glas, das hatte, oder Plastikeimer in irgendeiner Form, hatte meine Mutter früher immer gekauft. Und da waren verschiedene Sachen drin, unter anderem auch diese hier. Und davon allerdings ist bei Penny jetzt alles einzeln abgepackt, also diese Früchte. Dann gibt es halt eben noch Melone und Zitrone zusammen und noch was anderes. Das war früher alles in einem Becher drin und die kostet 99 Cent. Und ich habe gedacht, ich muss die mitnehmen. Ich mochte eigentlich immer Melone, aber die ist hier leider nicht bei. Ja, sauer. Genau. Habe ich mal mitgenommen. So. Dann einmal Hinterschinken durfte mit. Mein Sohn liebt das, ich mag das nicht. Aber ich wollte auch irgendwie Schinkennudeln machen oder so. Mal gucken, hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das war was anderes als Pizza. Dann einmal Salami noch. Genau. Dann Tortilla. Da habe ich auch so Lust drauf, so Salat und boah. Ich weiß nicht, die Kinder wollen Burger essen und ich möchte lieber einen Salat essen. Salat. Ich will Salat. Ach ja. Dann eine Currywurst. Es ist auch so faszinierend. Ich war, man hat ja schon Angst zu sagen, oh, mir geht's nicht so gut, ich bin krank und so. Aber ich war krank, fertig aus, so wie immer. Ich hatte kein Corona, mein Gott. So, hatte halt eben nur ein bisschen Halsschmerzen. Es ist aber immer, wenn ich krank bin, habe ich immer Halsschmerzen und in 2 Tagen ist alles wieder weg. Also ist normal gewesen, wie immer halt. Ja, da hatte ich schon so ein bisschen Panik, das irgendjemandem zu sagen. da kam dann auch gleich wieder, geh zum Arzt, du hast bestimmt Corona und so. Ich so, mein Gott, nein, das habe ich immer. Da müsste ich ja immer Corona haben. Zumal Corona ist ja ein Virus und der ist ja jedes Jahr da. Also, oh mein Gott, wir lassen das Thema. So, auf jeden Fall ist das immer so faszinierend. Man kann ja dann nicht essen, also nicht schlucken. Und dann isst man halt eben voll wenig, hat aber eigentlich auch gar keinen Hunger. So, und dann nimmt man halt eben 2-3 Kilo ab und dann ist alles wieder gut. Man kann wieder schlucken und kauen und so und zack, sind die Kilos wieder drauf. Und man isst, obwohl man gar keinen Hunger hat. Oh, das muss ich mir noch abgewöhnen. Kinder sind draußen. Ja, auf jeden Fall wollte ich das sagen. Oh, ich habe gedacht, ja. Jetzt hast du es gleich wieder geschafft. So, und dann... Nein. Und deswegen muss ich Salat essen. So, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzählt habe. Keine Ahnung. So, dann einmal diese Wurstplatte da. Dann durfte einmal Hackfleisch mit für Burger halt. Dann einmal Eier. Genau. Dann einmal Brie-Käse für 1,19 Euro und diesen Käse für 2,22 war im Angebot. Mal irgendwie woanders hinstellen, damit ich nicht immer... Ja, dieser ganze... So. Hier ist noch ein Kaffee. Und ich habe 2 Puddings mitgenommen zum Thema Abnehmen. Ja, ist nicht so, aber naja. Ich habe übrigens auch Tomaten diesmal mitgenommen. Und ich habe gestern gesehen, in meinem Gewächshaus hatte ich letztes Jahr keine Tomaten, aber davor das Jahr hatte ich Tomaten, also vor 2 Jahren. Und jetzt kommen überall kleine Tomatenpflanzen raus. Ja.
Ja, ich bin gespannt. Weil ich hatte ja verschiedene Tomaten. Ich hatte Zebra-Tomaten und Prinz Journey oder wie die auch immer heißen oder keine Ahnung. Irgendwie 6 verschiedene Tomatensorten und irgendwie kommen jetzt alle auf einen Fleck. Ich muss das nachher dann, wenn die größer sind, ein bisschen hochheben und so und umsetzen. Aber ich bin gespannt. Irgendwie läuft dieses Jahr nicht so, wie ich es gerne hätte mit Gemüse. Hm. Ja. Müssen wir mal gucken. So, dann einmal Schinkennudeln, also 2-mal durfte mit. Dann einmal hier dieser Joghurt-Drink, Erdbeere. Drink. Mein Portemonnaie. Dann, achso, hat 99 Cent gekostet, dieses Erdbeerzeug. Dann das hier ist auch im Angebot. Ich liebe das ja mit Rucola und Schinkenpizza. Ja, 1,79, genau, war auch im Angebot. Dann einmal Milch durfte mit, da weiß ich den Preis nicht, 73 Cent oder so, keine Ahnung. Und dann gibt es diese hier und die kann man auch gratis testen. Also einmal so ein Spicy, also scharf ist es glaube ich, ne? Und einmal die Burgersoße halt. Ja, für 1,11 Euro. Dann durfte ein Zitronenkuchen mit. Dann einmal Zahnpasta. Achso, Kuchen hat 1,99 gekostet und die Zahnpasta 60 Cent. Die ist auch teuer geworden, ne? Hat die nicht irgendwie mal 40 oder so gekostet? So, dann Sahne durfte mit. Ich habe diesmal nur 4 mitgenommen, weil das letzte Mal, wo ich die Sahne gekauft habe, das hat bis jetzt gehalten, also 2 Monate. Oder über 2 Monate irgendwie so. Weil ich einfach momentan gar nicht so viel mit Sahne koche. Bei uns gibt es halt nur Pizza. Nein, nicht nur, aber ja, Sahne brauche ich momentan nicht. So, dann dieser Käse für 99 Cent. Die Sahne kostet, glaube ich, 69 oder so, weiß ich nicht. Dann einmal Erdbeermarmelade für 99 Cent. Dann einmal diese Soße hier, diese Käsesoße für 99 Cent. Nutella durfte mit. Diesmal das Original, was einfach an der Kasse stand und ich gedacht habe, ja, ich habe jetzt keine Lust, nochmal nach hinten zu laufen. Und das ist ein großes Glas. 825 Gramm. Allerdings ist das so schmal. Ich meine, ich kaufe das normalerweise nicht, aber war das früher nicht mal rund? Ein rundes Glas? Jetzt ist das so schmal. Keine Ahnung. Ja. So, dann durfte einmal Laugenstangen mit für 1,39. Und das Nutella hat 1,89, glaube ich, gekostet. Dann durfte 2-mal Hühnerfrikassee mit, da habe ich das Gefrorene genommen. Ich wollte das eigentlich mal selber machen, aber also ich habe auch Gulasch gemacht für die Kinder. Ich hatte ja das letzte Mal Hähnchenstücke gekauft, aber ich glaube, das Video habe ich gar nicht hochgeladen. Und wollte halt eben Gulasch, aber allein schon dieser Geruch, boah, da wurde mir so übel und ich konnte das einfach, ich war froh, wo die Kinder das gegessen haben und dann das aus der Küche war. Ich weiß nicht, was das ist, aber manchmal habe ich solche Phasen, da finde ich Fleisch sowas von widerlich. Und dieser Geruch, das ist so... Nee. So, dein Fischstäbchen durfte mit. Ich weiß nicht wieso. Das kam vor in der Schwangerschaft von dem Kleinen. Da fing das an. Da war die erste Phase, wo ich so wochenlang gar kein Fleisch gegessen habe, weil ich das einfach eklig fand. Ja, ich weiß nicht. Irgendwas hat es in mir verändert. So. Dann einmal hier Dönerfleisch, das schmeckt übrigens richtig lecker. Und wenn ihr dazu Reis macht, also richtig Reis, nicht diesen matschigen Reis, also ihr müsst Reis vorher immer waschen. 5 Minuten lasse ich das durch das Wasser da waschen, damit die Stärke da weggeht. Und nachher beim Kochen, habe ich vorher auch immer gemacht, habe ich während des Kochens immer das Wasser gewechselt
Und dann habt ihr nämlich keinen klumpigen Reis, so wie man das immer hat, wenn man kocht, sondern dann habt ihr richtig fallenden Reis. Mein Gott, wie soll ich das sagen? Also, dass er nicht zusammenklebt, so wenn ihr halt eben auch beim Türken essen geht oder beim Jugoslawen oder ich weiß nicht, wo gibt es noch, beim Chinesen oder so. Das ist ja auch fallender Reis und kein klebriger Reis, obwohl ich beim Chinesen auch schon klebrigen Reis hatte und das ist ekelhaft. Ja, und dazu den Joghurt und alles ist super. Ja. Das ist so unser Essen, was wir lieben. Oder ich liebe. Und der Kleine, der Große ist ja so sehr speziell. So, dann hier einmal Knusperfisch mit Käse. Also ich esse ja auch keinen Fisch. Aber wenn da so Käse drin ist oder so, dass man den Fisch überhaupt nicht schmeckt oder so dick Panade drauf ist, dann esse ich ihn auch. Da merke ich den Fisch ja nicht. So, und zuletzt habe ich einmal Kroketten mitgenommen, weil die auch im Angebot waren. Genau. Und dieser ganze Einkauf hat 89 Euro oder so, also 90 Euro sagen wir, gekostet. Ich komme damit lange aus, weil wir machen ja Fischeimer, wir haben Fischstäbchen, wir haben Würstchen, wir haben Burger, wir haben Wraps, wir können Pizza machen, wir haben Currywurst, ja, also es sollte, wir haben Schinkennudeln und ich kann noch was anderes machen, irgendein Brot, gefülltes Brot mag ich auch gerne, das ist ja auch Mittagessen, wenn ihr da Käse oder so reinmacht und dann Salami oder Hackfleisch zum Beispiel, dann habt ihr ja auch schon Mittagessen. Muss ja nicht immer hier Fleisch, Kartoffeln und sowas sein. Man kann auch ein Brot machen und gefüllt halt, ja. Genau. Also es wird schon ein paar Tage reichen, was wir hier haben. Für das Geld. Sonst war das früher immer mein Monatseinkauf. Wenn ihr mal meine anderen Hauls seht, das ist ein Monatseinkauf bei mir fast. Also ein halber Monatseinkauf, ja. Da habe ich ja, und ich konnte länger als einen Monat damit überleben, oder wir. Ich glaube, mit den Sachen hier jetzt nicht so, aber naja, so. Ich habe übrigens jetzt viel mehr Zeit. Masken ist jetzt nicht mehr so dolle prall. Also ich sehr, sehr wenig nur noch. Deswegen werde ich euch, glaube ich, auch mehr beim Kochen jetzt mitnehmen. Und ich werde wieder Food Diaries anfangen und mal gucken, was noch so kommt. Ich habe noch so ein paar Nähprojekte in meinem Kopf, die ich gerne machen möchte, denn im Garten, also es wird jetzt, glaube ich, ich verspreche euch nichts, weil, ja, ne, ich kann ja immer nur, wenn die Kinder jetzt zum Beispiel nur da rumwirbeln, dann kann ich nicht filmen. So, das wollte ich euch nur noch sagen und, lasst mir gerne ein kostenloses Abo da und einen Daumen hoch und wir sehen uns.